Joho, Pokémon-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. Du hast viel mit Solari gespielt. Drachenfelskissen erhalten, sieht schön aus. Ich habe ein bisschen mit meinen Pokémon hier gespielt, um die Damen und Herren der Schöpfung wieder richtig auf Trab zu bringen mit Philippe und viel Bavles. Und jetzt möchte ich mich endlich darum kümmern, zum Arenaleiter zu gehen. Moment, wenn wir jetzt genügend... Ach nee, ja genau, richtig. Genügend Style bringt uns ja nichts. Wir sehen einfach nicht... Wir sehen nicht gut genug aus. Seufzt. Okay, unsere Pokémon sind fit. Der OP-Teiler ist auch noch immer an. Ja, den können wir vielleicht bei der Arena sogar noch ganz gut einsetzen und danach erstmal wieder deaktivieren. Also, ne, ihr wisst jetzt, warum ich ihn nicht EP-Teiler, sondern OP-Teiler nenne, oder? Diese Fragen hätten wir jetzt endlich geklärt, nicht wahr? So, dann sind wir jetzt im Zentralplaza und begeben uns in die Pokémon-Arena. Der den Pseudo-Eiffelturm de la France. Illumina-Arena. Hey, da ist ja auch Günther wieder. Na, Günther? Wie geht's dir so? Alles cool? Sehr gegrüßt, zukünftiger Champ. Och, wie geht's dir denn? Wie steht's denn so? Die Pokémon-Arena hier in Illumina City wird auch gern die Quiz-Arena genannt. Hier versammeln sich Trainer, die Experten in Sachen Elektro trocken sind. Ich bin mir sicher, du wirst hier viel Spaß haben. Okay. Hi. Der strahlende Prismaturm ist das Leuchtfeuer unserer Herzen. Mag sich kitschig anhören, aber für uns hier ist das total wichtig. Okay. Da war doch noch jemand. Elektro-Pokémon haben nur wenige Schwachpunkte. Das stimmt. Dafür aber auch wenig Vorteile gegenüber bestimmten Pokémon-Typen. Sind aber trotzdem immer noch eine gute Wahl. Ah, dich habe ich doch vorhin gesehen. Du willst den Arenaleiter herausfordern, stimmt's? Ich bin Ulrika, seine kleine Schwester. Stell dich bitte auf die cremefarbene Fläche und wir beginnen mit den Quizfragen, die du beantworten musst, um zu ihm zu kommen. Okay. Hier kommt die Frage. Welches Pokémon ist das? Ich glaube, es ist ein Dickda. Es geht gar nicht. Ah, okay. Ebolga, Dedenne oder Pikachu? Ja, okay. Sprich den Trainer mit der Nummer an, die deiner Meinung nach der richtigen Antwort entspricht. Okay. Dubstep-Teil. Catchy Beat. Okay. Nun scheint es nicht für Pikachu. Jo. Und lass uns einen Pokémon-Kampf austragen, bevor wir deine Antwort prüfen. Okay, hab ich kein Problem mit. Ich mach dich fertig. Ich meinte, hallo, Schüler Paulchen. Also er setzt jetzt an die Denne ein. Ich hätte jetzt an Pikachu erwartet. Kuckuck, kuckuck. Na, die Denne? Ich mach splatt. Feen, Elektro-Pokémon. Zitze. Dampfwalze. Bam, bam, bam. Ja, das war sehr effektiv. Weiter so. Und die Initiative von Tidenne ist gesunken. Ladestrahl gegen ein Elektro-Pokémon. Das ist nicht sehr effektiv. Aber der Spezialangriff steigt. Na gut, dann werden wir weiter mit der Dampfwalze glänzen. Ja, weiter so. Ja, schon wieder der Ladestrahl. Der tut dann halt einfach auf die Dauer auch mehr weh. Ist aber trotzdem nicht sehr effektiv. Hier nochmal Dampfwalze. Los, Solari! Finish him! Yay! Weiter so, sehr gut gemacht! Kuckuckuckuck! Brav, brav, ei, ei! Oiski, Boiski, Double Boiski. Level 40, nicht übel. Voltwechsel. Ja, was war das denn nochmal? Anwender kehrt nach dem Angriff mit atemberaubender Geschwindigkeit zurück und tauscht Platz mit einem anderen Pokémon. Warum nicht? Sehr nützlich, wenn das Pokémon prinzipiell immer an erster Stelle steht.
Das könnte uns jetzt hier für den Kampf einige Vorteile bringen. Oh, Bojolina reicht 41. Klingensturm. Klingensturm ist nicht übel. Eine Attacke, die über 2 Runden geht. Hohe Volltrefferquote. Immer noch besser als der Sternenschauer. Ist ja richtiger Attackenwahnsinn heute. So, Paulchen wurde besiegt. Ihr könnt es bis ganz nach oben schaffen. Nein, ihr müsst es bis ganz nach oben schaffen. Dann habe ich nämlich gegen den Arenaleiter verloren, sozusagen. Ja, genau, das ist die Logik hinter meiner Definition. Bitte steig in den Fahrstuhl. Okay. Ja, ich habe richtig. Pikachu! Richtig, du bist ganz schön schlau. Ja, das war auch so schwer. Hier kommt die Frage. Ah, wie süß. Welches Pokémon ist das? Datiri, Taubsi oder Schwalbini? Ich schätze mal, es ist Datiri. Ja, das kenne ich schon. Ich muss das mal lauter machen. Geiler Beat. Geiler Hit. Das ist cool. Oder 3, letzte Chance, vorbei, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn der Fahrstuhl geht. 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn der Fahrstuhl geht. Kämpfen, jede Runde, gewinnen, jede Runde und dann bis zum Arenaleiter in den Himmel. Okay, ist gut. Ist ja, ich hab's verstanden. Ja, ist ja gut, ja. So, hier. Wo die Pokémon kommen natürlich in den unterschiedlichsten Formen vor, was? Du glaubst also, dass es sich um ein Datiri handelt? Jo. Das hier ist noch immer eine Pokémon-Arena. Da wär's doch komisch, wenn wir gar nicht kämpfen, oder? Ja, das ist irgendwie richtig. Aber ich dachte, ich wäre bei Günther Jauch. Egal. Hallo, Estelle. Raichu! Rai. Schade, dass das Raichu hier wieder seinen normalen Sound macht. Egal. Los! Solari haut jetzt mit der Dampfwalze drauf. Das wird ziemlich wenig bringen, aber wir versuchen einfach mal unser Bestes. Oi, das war mehr, als ich erwartet hatte. Weiter so. Gutes Solari, starkes Solari, braves Solari. Ja, das ist geil. Oh. Mua. Mua, Solari, du bist einfach awesome. So. Und wir machen dann weiter mit der Dampfwalze. Because we can. Rutenschlag. Nein, wirklich. Wie beängstigend und grauenvoll. Und guck mal, Dampfwalze. Oh, Baby. Aha. Und Raichu wurde besiegt. Oh, ist das süß. Ich finde Raichu ist unglaublich gut gelungen. Hast du gut gemacht, Iguana. Schon wieder so viele Erfahrungspunkte. Ach, Gott sei Dank kein Level-Up. Tja, Estelle, das war's für dich. Ich hoffe, dieser Sieg macht euch noch stärker. Das ist ein schöner Wunsch. Hat er. Bitte steig in den Fahrstuhl. Geil. Aha, ich wusste es natürlich. Ich hab, das war ein Datiri. Richtig, du bist ganz schön schlau. Danke. Das war auch, ich hab, das war klar. Hallo. Hier kommt die Frage. Ah, und das ist das mit dem Brokkoli auf dem Kopf, oder? Und der hat ein Kleeblatt hinten dran. Oi. Welches Pokémon ist das? Vegimak, Grillmak, Sodamak?
Vigi mag Grill, mag Soda, mag... Spicken, 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 spicken. Das ist dann, glaube ich... Okay, du hast hinten Blätter dran. Du hast hinten diese... Ja, das ist dein Soda-Mug. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von denen Soda-Mug hatte. Du denkst, es ist ein Soda-Mug? Ja. Das, kannst du auch mit voller Überzeugung hinter dieser Antwort stehen. Das mag kloppen hier. Okay. Ja, hallo, ich bin Astrainer Johannes. Und ich schicke mein Ampharos ins Spiel. Oh, ich liebe Ampharos. Ah, es ist so schön. Oh, war in der Kristalledition mein stärkstes Pokémon, das erste, was auf Level 100 war. Oh, ich habe mein Voltilam sowas von vergöttert, das macht ja kaum Schaden. Sollten wir vielleicht austauschen. Aber die... Oh, Juwelenkraft. Jo, das mit dem Austauschen übrigt sich fast von alleine. Ich werde das nochmal mit dem Voltwechsel. Hui! Bums. So. Los, Iggy, du bist dran! Du schaffst das! Du bist ja schließlich mein großer Tank. Jupp, alles kein Problem. Naturkraft. Guck mal, was bei rumkommt. Es müsste wieder Triplette sein, ja. Macht eigentlich immer ganz gut Schaden. Und danach müsste ich... Das ist nicht gut. Oh nein, wir wurden verwirrt. Warte, ich habe, glaube ich, noch Kekse. Hier. Da. Lecker Nom Nom. Das geht doch. Aua. Das ist wirklich nicht sehr effektiv. So, Samenbomben. Artilleriefeuer! Ah, sehr gut gemacht, Iggy. Sehr, sehr gut gemacht. So viele Erfahrungspunkte. Level 40. Nicht übel. Level 41. Nicht übel. Nicht übel. Ja, zu sagen, erfordert auch ein gewisses Maß an Stärke. Ja, ne? Und bitte steige in den Fahrstuhl. Okay. Yeah! Habe ich auch voll gut gewusst. Hm, ja, das wusste ich natürlich. Richtig, du bist ganz schön schlau und hast in deinem Pokédex geguckt. Ich habe das genau gesehen. Nein, ich doch nicht. Niemals. Wie kommst du darauf? Blasphemie! Das ist doch... Du standst da, direkt vor sein... Du hast den Pokédex ausgegraben. Nein, das würde ich niemals tun. Sind wir jetzt endlich fertig? Ja, was geht's diesmal? Frage. Oh, ein Smetbo. Oh, ein Papinella. Oh, ein Voltiblapsipupsi-Knopsi-Pupsi. Vivillon, das müsste 3 sein. Ich guck mal nach. Nee, das war Muterpel. Dann war es das zweite in Vivillon. Ah, du willst also wirklich Nummer 2? Jupp. Dann wollen wir doch mal sehen, ob du richtig legst. Okay. Okay. Oh, Pokéfan Nadja. Klusle. Ups. Oh je. Sehr süß.
Euer Solari hat ja nicht mehr ordentlich viel Power. Ja, kein Problem, Solari. Ich weiß, das kriegen wir hin. Voltwechsel. Fump. Und dann darf wieder Iggy frisch ans Werk. Sternschauer? Na, das ist jetzt aber nicht sonderlich schmerzhaft. Oh, naja, gut, das geht. Also, ich hätte jetzt weniger erwartet. Wie wär's denn mit Samenbomben? Artilleriefeuer! Wow, well, that escalated quickly. Oh mein Gott, das arme kleine Plusel. Wie schön, du und dein Pokémon-Team, ja, passt wirklich ganz toll zueinander. Na klar, wir sind ja auch fabulous. Bitte steig in den Fahrstuhl. Okay, ich bin gespannt. Yeah! Ich bin gut, klar bin ich das. Richtig, das war ein Dings-Vivillon, genau so hieß das. Ne? Das wusste ich natürlich. Ach, na endlich. Beutel? Sprudel. Tuk-tuk. 69 Kaffee. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Wir müssen wieder Sprudel kaufen. Ich weiß noch nicht mehr, wo dieser Sprudel war. Irgendwo war bestimmt der Sprudel. Hey, Moment, den Kampf gegen den Arenaleiter, den zeige ich eiskalt in der nächsten Folge. Ja, weil ist ja schon wieder, ne, und so Zeit. Und guck doch mal auf die Uhr und... Hey, da hinten, ein fliegendes Rizeros!